Ja, ich bin aber jetzt genau mittendrin. Ich bin ja... Das Mittelteil muss eigentlich genau zwischen uns sein, ne? Oder nicht? Hey, weiß ich nicht. Ja, ich bin doch viel zu extrem drin. Ja, aber du bist ja auch der Mittelpunkt. Ja? Na gut. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr bereits mal wieder seht, ist eine ganz besondere Person neben mir und zwar der berühmte, berüchtigte Opa Moreda, relevanteste Opa auf YouTube. Sag den Leuten einmal Hallo. Hallo Mädels, Jungs, alles gut? Ich habe mir gedacht, wir haben ja dieses eine Format, wo du meine Sneakerpreise bzw. meine Schuhpreise errätst. Ja. Da ich mal wieder ein bisschen zugeschlagen habe, neue Schuhe mir gekauft habe, dachte ich, wir können ja mal einen dritten Teil machen. Schon alleine dieses Kaufen von deinem Schuhen, das regt mich schon wieder total auf. Es ist aber eine Leidenschaft. Ja, eine Leidenschaft. Ich habe auch Leidenschaften und kann sie mir nicht erfüllen. Nee, man muss auch mal die Bremse anziehen. Botschaft! Haben wir also unterschiedliche Preise auch. Natürlich. Sind nicht alle sauteuer. Nein, sind nicht alle sauteuer. Na gut, okay. Fangen wir mit dem ersten an? Fangen wir mit dem ersten an. Perfekt. So, der erste Schuh ist einmal der hier. Das ist der Adidas Stan Smith. Ist noch relativ neu, also... Das ist schon eine geile Klamotte. Findest du den schön? Die finde ich richtig super. Ehrlich? Also, dass Adi da so eine Schuhe machen kann, wusste ich noch gar nicht. Ja, ist ein Klassiker, den gibt es schon sehr, sehr viele Jahre. Da habe ich auch mal ein eigenes Video drüber gemacht, wo ich erklärt habe, so ein bisschen so geschichtlich. Es ist ein Adidas-Schuh, es ist ein Klassik-Schuh, sagst du, von Adidas, den es schon länger gibt. Kostet dieser Schuh 98 Euro. 98 Euro? Ja. Ist so gar nicht so schlecht, und zwar liegt der Schuh bei ca. 100 Euro. Ja, guck mal. Und weißt du, was das Krasse dabei noch ist? Ich habe den Schuh für 50 Euro bekommen, weil er nämlich im Sale war. Im Sale? Ja, also halt, der war runtergesetzt. So, Sale ist amerikanisch. Mit mir sprichst du Deutsch. Okay. Der Schuh war runtergesetzt. Guter Mann. Das war ja einfach jetzt. Ja, ja, das war einfach, klar. Wenn du einfache Schuhe hast, bin ich auch einfach in meinen Äußerungen. Einfach gestrickt natürlich in dieser Hinsicht. Jetzt kommen wir zu einem Schuh, wo ich dir so ein bisschen eine Falle stelle. Eine Falle stellst du. Ja, eine kleine Falle. Ich gebe dir nur einen kleinen Tipp. Und zwar ist das der nächste Schuh. Du siehst auch wieder Adidas, eigentlich fast identisch, ne? Ja. Mit der hier. Ja, der wäre für mich passend. Der wäre für dich passend. Ja, Klettverschluss, sagen wir nur alte Leute. Ja, ich trage auch Klettverschluss. Du trägst auch Klettverschluss. Ja. Ja, ja, ich sage, Geschmack hast du noch nie gehabt. Auf jeden Fall ist es ja ein identischer Schuh. Ja. Was, also identisch, sagen wir mal. Der ist fast gleich, kannst du sagen. Auch ein Adidas Stan Smith, nur in einer Kollaboration mit Raf Simons. Ah, mit Raf Simons. Ja, ja, den hast du ja schon ein paar Mal schon gehört. Ja, Raf Simons, dann höre ich schon wieder die Dollars. Also, klack, 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 klack. Aber Dollars haben wir nicht, wir haben ja Euro. Pop, ja, ja. Pop. What? Was glaubst du, wie teuer ist dieser Schuh denn jetzt? Ich will ja sagen, was er wert ist. Ja. Er ist 89 oder 98 Euro wert, wie der andere auch. Okay, und das ist dein Tipp auch? Das ist auch mein Tipp. Ja, mein Tipp. Ja, ist mein Tipp. Ja, jetzt halte ich mal fest. Der Schuh ist nahezu identisch. Es wurden ein paar mehr Details, zum Beispiel, dass wir hier Raf Simons stehen haben, eingebaut. Ja. Also nichts großartig verändert, sage ich jetzt mal. Außer das Leder, das ist nochmal ein hochwertigeres Leder. Der Schuh liegt bei 270 Euro. Boah. Also halt nur, weil er in der Zusammenarbeit mit Raf Simons ist, da ein bisschen was verändert wurde. Und was hast du mir dann mit Sale oder... Den habe ich auch im Sale gekauft. Auch preiswert. Für 200. Hm. Ja, wie gesagt, vom Preis total versaut und Schuh ist in Ordnung. Der Schuh ist auch in Ordnung? Schuh ist in Ordnung. Ja gut, zwei Paar Schuhe und beide haben dir gefallen, sage ich jetzt mal. Ja, gefallen haben sie mir. Sind ja nicht so außergewöhnlich wie die Quadratlatschen, die du schon ein paar Mal angehabt hast. Ne? Kommen wir jetzt zu einem Schuh, wo es eigentlich auch relativ einfach sein müsste, für dich den Preis zu erraten. Aha. Die Schuhe an sich kennst du nicht, aber so ähnlich kennst du die Schuhe. Ja, so einen habe ich nur in hoch. Ja, genau. Das ist der gleiche in flach. Ja, das ist ein Traumschuh. Der sieht im Flach auch gut aus. Im Flach gefällt er dir auch? Ja. Nein, die sind schon sehr schöne Schuhe. Preis 49. 50 Euro. Ja. Bei Amazon, ich verlinke euch die Schuhe sowieso alle in der Beschreibung, wenn ich sie finde, kosten diese hier unterschiedlich von der Größe her so circa 40 bis 60 Euro. Also von der Größe abhängig. Im Laden kriegst du die vielleicht auch für 60, 70 Euro und so. Also so um den Dreh auf jeden Fall. Ich habe die jetzt für 50 Euro bekommen. Guter Preis, cooler Schuh, super Dinge. Drei Schuhe und dir gefallen alle drei Schuhe, ja. Ja, denn... Überleg mal, was du sonst für Dinge an den Füßen gehabt hast. Und zwar kommen wir nämlich jetzt zu einem Schuh, oh je, wo du nämlich, glaube ich, nicht ganz so begeistert sein wirst. Wenn das mir gut geht. Sagen wir, haben wir hier einmal
meine Doc Martens in der Zusammenarbeit mit Whitmore zusammen. Ja, das versteht mir nicht die Sprache, aber es ist traurig. Das ist auch, hast du schon mal angehabt? Ja, die habe ich schon mal angehabt. Aber nicht, dass ich das gesehen habe. Nee, das habe ich extra vor dir so ein bisschen verborgen gehalten. Also diese Springerschiebe stehe ich ja gar nicht drauf. Ne? Ja. Ist schon klar. Nicht mein Ding. Magst du nicht? Nein, überhaupt nicht. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt. Nicht nur die Optik und der Stil gefallen dir nicht. Ich glaube, der Preis wird dir auch nicht gefallen. Nee, das glaube ich schon. Würde ich jetzt mal gerne hören. Das kostet bestimmt 200 Schleifen. Ja. Da kriegst du nicht mal einen Schuh für. Du machst mich wahnsinnig. Warum kaufst du so eine Kacke? Jetzt sag mal, was denkst du? 200 Euro sagst du? Ja, 250 vielleicht, aber das muss aber gut sein. Dieses Paar Schuhe kostet 550 Euro. 550 Euro. 8,99. Was gibt's da zu lachen? Da laufe ich wie ein Weltmeister drin. Das glaube ich, dir ja auch. Ich laufe darin nicht wie ein Weltmeister. Blasen ohne Ende. Ja, ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Schon alleine vom Gewicht her. Ja. Da kriegst du ja so eine Oberschenkel voll. Das ist jetzt so zum Abschluss der Schuh, den du wirklich von allen... Nein, den lehne ich voll ab. Ich mag es ja nicht. Also ich mag die Schuhe auf jeden Fall sehr. Und war mir schon klar, dass das auf jeden Fall so ein Schuh sein wird, wo du eher sagst, nicht ganz so. Nee, nicht mein Ding. Auf jeden Fall war das die Schätzung von meinem Opa, wie teuer denn meine neuen Schuhe so alle sind. Und du hast echt dreimal wirklich sehr, sehr gut geschätzt. Ja, einmal so ein bisschen dran vorbei. Die waren ja auch toll, die Schuhe. Wenn du Lust habt, dass wir nochmal einen vierten Teil irgendwann machen oder dass wir was anderes machen, so hast du mal eine Idee, was vielleicht den Leuten so vorschlagen können, worauf du... Ja, wir sollten uns mal irgendwann ganz in Ruhe, vor der Kamera von mir aus auch, über soziale Netzwerke unterhalten. Können wir uns gerne drüber unterhalten. Ja, habt ihr mal Bock, dass ich mit meinem Opa eine Moralpredigt mache, dass wir mal so ein bisschen... Ja, mal ein bisschen über Netzwerke, wenn euch das gefällt, klickt mal, ne? Und sagt mal eure Meinung. Musst du sagen, müssen Daumen nach oben geben, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, Daumen, ja gut, da wusste ich das nicht, aber Daumen nach oben wäre gut. Alles klar, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat. Ah, wir müssen jetzt einen Schluck Kaffee trinken, hier können wir gar nicht aufhören. Ich habe ganz vergessen. Geht doch nicht. Prost. Auf uns und auf euch. Prost. Bevor ich abmoderiere, genau, noch den Schluck Kaffee, den obligatorischen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Schaut gerne bei meinen Social Media Plattformen vorbei, außerhalb von YouTube. Und ansonsten, deine letzten Worte. Meine letzten Worte sind, ich hoffe, es geht euch allen gut. Habt Spaß am Leben. Streitet euch nicht. Seid nett zueinander. Ich freue mich. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn du dich jetzt siehst, wo geht's Quadrat dann hin? Immer noch auf dich, aber das Quadrat ist ja nicht zu sehen, es ist ja nur zum Fokussieren. Du musst ein bisschen so kippen, weil deine Mütze ist halt nur halb drin. Nee, guck mal hier, ist meine Hand auf dem Bild. Doch, ja. Ja. Konnte man mit dem schwarzen Hintergrund nicht so sehen. Ja. Warum bist du eigentlich kein Hollywood-Mitarbeiter geworden? Ja, das fehlte noch.